Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 85, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen, Drucksache 19/6257. Die Fraktion DIE LINKE teilt uns mit, dass drei Petitionen getrennt abgestimmt werden sollen. Dann lasse ich abstimmen zuerst über die Petition 3566/19. Wer dieser Beschlussempfehlung zur Petition 3566/19 zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und Frau Kollegin Öztürk. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Fraktion DIE LINKE. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Dann lasse ich über die Beschlussempfehlung 4322/19 abstimmen. Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD. Frau Kollegin Öztürk, wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Enthalten tut sich die Fraktion DIE LINKE. Somit ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Ich lasse Abstimmung über die Beschlussempfehlung zu 3925/19. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und SPD. Frau Kollegin Öztürk, wer stimmt? Und auch die Fraktion DIE LINKE. Somit ist diese Petition Beschlussempfehlung angenommen worden. Warum haben Sie sie rausgenommen? Okay. Dann lasse ich Herr Kollege Schaus, wir waren bei der dritten Beschlussempfehlung. Haben Sie einen Fehler gemacht? Bei mir sind drei. Ist korrekt? Okay, ich kriege eben das Signal, Sie hätten nur zwei angemeldet. Dann ist die Abstimmung ja richtig. Alle Fraktionen haben dieser Beschlussempfehlung zugestimmt. So, dann lasse ich in Gänze über die Beschlussempfehlung Drucksache 19/6257 abstimmen. Wer stimmt ihm zu? Den bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus, und somit ist das angenommen. Vielen Dank. Nun kommen wir zu Tagesordnungspunkt 60, Beschlussempfehlung und Bericht. Ich frage, kann ich wieder die Kurzform wählen oder soll ich alles? Ja, gut. Vielen Dank. Dann nehmen wir die Kurzform. Dann rufe ich auf die Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19/6036 zu 19/5838. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen FDP, SPD, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 77, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/6258 zu 19/6159. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? FDP, SPD, Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 78, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/6268 zu 19/4876. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die FDP. Wer stimmt dagegen? Fraktion DIE LINKE, Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die Fraktion der SPD. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 79, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/6269 zu 19/5057. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und CDU. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion der SPD und DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Und wer enthält sich? Die Fraktion der FDP. So ist die Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 80, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/6270 zu 19/5174. Wer hier zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die FDP. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion DIE LINKE, Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die Fraktion der SPD. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Drucksache 81, Beschlussempfehlung und Bericht. Drucksache 19/6271 zu 19/6107. Wer hier zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Fraktion der SPD, FDP, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. So ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 82, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/6272 zu 19/6074. Wer hier zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der FDP. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Das sind die Fraktionen von SPD, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Beschlussempfehlung und Bericht.
Tagesordnungspunkt 83, zu Drucksache 19/6273, zu 19/6167. Wer hier zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN und der FDP. Wer stimmt dagegen? Fraktion DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die Fraktion der SPD. Somit ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 84, Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19/6274 zu 19/6197. Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen von FDP, SPD, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 91, Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19/6312 zu 19/6165. Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? SPD, FDP, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 92, Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19/6313 zu 19/6191. Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Vielen Dank, meine sehr geehrten Kollegen. Da waren wir jetzt, sind wir am Ende der Beschlussempfehlung und auch der Berichte. Bevor ich die Sitzung schließe, möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass nun der Parlamentarische Abend der Initiative Gesundheitswirtschaft Rhein-Main im Restaurant des Hessischen Landtags stattfindet. Und um 19.30 Uhr wird die Fußballmannschaft des Hessischen Landtags gegen eine Flüchtlingsmannschaft des TSV Bleidenstadt antreten. Sie würden sich bestimmt über einen regen Besuch freuen und über ein Engagement unseres Fußballteams. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Abend und unterbreche die Sitzung bis morgen.